Wenn im Brunnenhof in Garching bei traumhaftem Wetter wieder ausgelassen gefeiert wird, dann ist jedem klar, jetzt ist wieder Bürgerfest hier in Garching an der Alz. Und genau da schauen wir uns jetzt für Sie um. Los ging es bereits am Nachmittag ab 16 Uhr, denn da öffneten die zahlreichen Hüttchen und Stände ihre Pforten. Für musikalische Untermalung sorgte dabei die Blaskapelle Estaler. Am Abend folgte dann die offizielle Begrüßung durch Garchings ersten Bürgermeister Mike Krieger und Mitorganisatorin Kathi Kuchelbauer. Traumhaftes Wetter, zahlreiche Besucher und schon am frühen Abend alle Tische besetzt. Über diesen Besucherandrang freute sich Garchings erster Bürgermeister Mike Krieger besonders. Sehr zufrieden. Also das Wetter spielt uns natürlich voll in die Karten. Sonst haben wir immer überlegen müssen, ja, sagen wir es ab, sagen wir es nicht ab. Aber in diesem Jahr war überhaupt kein Drohdinger zum Absagen. Wunderbares Wetter, nicht zu heiß. Man sieht, muss ich da absolut recht geben, fast jeder, der letzte Platz ist besetzt. Und ja, schönes Fest. Was ist denn für die Besucher halt alles geboten und worauf freust du dich denn halt am meisten? Es ist Kinderschminken da, also es ist auch für die Kleinen was geboten. Am meisten freue ich mich eigentlich, dass ich von Stand zu Stand gehen kann. Das ist ja seit letztem Jahr so, dass wir eine sogenannte Fressmeile haben, ja, so wie es so schön umgangssprachlich heißt. Das ist ja gewollt jetzt so, dass die Leute gleich auf der linken Seite und auf der rechten Seite die Angebote alles auf einem Haufen haben. Und da freue ich mich jetzt am meisten drauf, weil ich jetzt gerade erst Kimmer bin, dass ich dann von Hütte zu Hütte gehe und jedes Schmankerl probieren werde. Aber auch für die Kinder war beim Bürgerfest in Garching was geboten. Sie konnten sich kostenlos ihre Traummotive schminken lassen. Kinderschminken ist ja auf jedem Festel wirklich so das absolute Highlight. Gibt es denn da irgendwie so einen absoluten Trend oder was darfst du denn am meisten schminken? Einhörner am meisten, Schmetterlinge, Drachen, eigentlich durch die Bank, Hunde, Katzen, Rehe, alles. Es gibt kein bestimmtes eigentlich. Wie lange machst du das schon? Wie bist du dazu gekommen, dass du das machst? Also ich mache das schon seit 8 Jahren ungefähr und ja, weil mir das Spaß macht, ich habe im Kindergarten damit angefangen und habe mir gedacht, ach, das wird gebraucht und das macht mir einfach Spaß und deswegen habe ich das gemacht. Ehrenamt ist keine Arbeit, die nicht bezahlt wird, sondern eine Arbeit, die unbezahlbar ist. Das zeichnet auch Mitorganisatorin Kathi Kuchelbauer aus, die sehr viel Spaß bei der Ausübung ihres Ehrenamts hat. Also ich habe großen Spaß. Das Bürgerfest, ich mache es ja nicht das erste Mal mit, sondern ich habe früher mit einem Verein selber mitgearbeitet, war im Organisationsteam. Also ich kann sagen, ich war von der Pike auf dabei und jetzt habe ich die Zeit, weil mir eben der Verein nicht mehr existiert, dass ich die anderen Aufgaben übernehme. Ausgerichtet wurde das Bürgerfest von der Gemeinde Garching an der Alz und den ortsansässigen Vereinen, die sich gemeinsam um das leibliche Wohl der Besucher kümmerten. Also ist es mit an Bord ist die Freiwillige Feuerwehr, die wo ja die Getränke und Gasmaßhalbe ausschenkt. Dann die Freien Wähler mit den Weißbier und Pilz. Die Pfarrgemeinderat in Wald, da gibt es Wein und Cocktails. Und dann sind praktisch zum Kulinarischen gekommen, der TuS Garching, da wo es Steak und Grillfleisch gibt. Dann KSK Wald, KSK Garching, da gibt es die Bosner, wo alle kennen. Dann beim Pfarrgemeinderat Wald gibt es auch noch kleine Brotzeiten. Dann haben wir die Ministranten, das wo mich persönlich auch sehr gefreut, wenn die Jugend mitarbeitet. Haben neu dabei heuer die harten Ministranten, da gibt es Schwammerl und Pommes. Und bei den Garchinger Ministranten, die sind für was Süßes, die haben Crepes und Kaffee. Also da sind ja wirklich allerhand Vereine jetzt mit an Bord. Klappt denn da die Zusammenarbeit? Also die Zusammenarbeit ist hervorragend. Da wirklich, wo jeder klang hin und alle machen das miteinander. Aber nur so geht eine Organisation gut über die Bühne. Auf geht's, weit brauchen wir auflegen, auf geht's. Gleich auf die Warte, Wolli. Ja, das ist die beste Ware. Im Umkreis von 10 Kilometern gibt es das beste Grillfleisch. Stimmt's? Geht's auf, geht's? Kaufen wir? Okay, voll hier. Einmal frei. Die beste Ware. Für Stimmung sagte die Band Espandrillos mit ihren stimmungsvollen Liedern bis spät in die Nacht hinein.
Das Gachinger Bürgerfest war auch in diesem Jahr ein besonderes Fest mit traumhaftem Sommerwetter und vielen glücklichen Besuchern. Tell me, quando, 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 say it with you.